Alles wird gut. Mein Name ist Annalena Maas, ich habe Per Art gegründet und das ist eine Firma, die sich darum, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Kunst und kreative Prozesse in den Arbeitsalltag mit reinzuholen. In der Kunst ist man immer damit konfrontiert, dass man nicht weiß, was man kriegt, was man tun soll. Es dauert dieses Gefühl von Hilflosigkeit und nicht genau wissen, wo es eigentlich oben und unten. Und diesen Zustand liebe ich sehr, weil er mich unglaublich beflügelt und anspornt. Und das will ich gerne teilen heute. Ich erlebe den mit Abstand besten pädagogischen Tag, den ich hier in der Schule dann hatte. Und wir sind gerade in der Gruppe Musik, Gesang und Chor. Ich muss dann zugeben, ganz im Sinne der Vielfalt, dass ich mich heute zum ersten Mal als Ausländer gefühlt habe, denn gerade wird ein Lied gesungen, von dem ich noch nie was gehört habe. Aber ich habe schon die ersten zwei Zeilen gelernt. Ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach, weil natürlich arbeiten wir halt auch mit Lehrern zusammen und mit denen hat man ja normalerweise jetzt nicht so eine private Beziehung und da ist es manchmal schon, gerade in der Gruppe Bewegung, ziemlich schwer auf die Lehrer zuzugehen, weil wir halt auch so Übungen machen, wie dass wir so ganz nah aneinander gehen und gucken, wo sind unsere Grenzen. Oder ich musste jetzt zum Beispiel meine ehemalige Biolehrerin führen und es ist dann auch nicht so einfach, weil so im Schulalltag übergibt man halt die Führungsposition meistens den Lehrern und deswegen ist das nicht ganz so einfach. Es ist irgendwie total spannend, auch in der Perspektive jetzt vielleicht einmal der Lehrkraft vielleicht mit den Lehrern umzugehen. Ja genau, ich denke auch, das mit der Gruppendynamik funktioniert sehr gut bei uns. Wir schreiben gerade literarische Texte ganz frei heraus und das ist auch ziemlich spannend, mal so zusammen kreativ zu werden. Hey, oh, spann den Wagen an, sieh, der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben, hey, oh. Ah ja, mir gefällt das sehr gut, weil das mein Fach ist, das ist so Theater und ich finde das immer sehr interessant, wenn man Lehrer ist mit seinem Körper, mit den Empfindungen von den Schülern zu spielen und sich zu verstehen auch vor allem, ja, weil man spricht nicht nur mit seinem Mund, man spricht auch mit seinem Körper. Bis jetzt war super, ja, okay. Wirklich. Also ich kann jetzt ehrlich gesagt noch nicht sagen, was wir nachher da treiben, weil wir haben sehr viel Unterschiedliches gemacht, aber es ist so viel, wie soll ich sagen, sehr viel Kreatives entstanden, also auch aus sich heraus. Ich habe jetzt gar nicht so viel Input geben müssen, sondern da sind teilweise schon ganz eigene Sachen entstanden. Okay. Und ich merke jetzt auch schon hier gerade, ihr habt es ja gerade auch so ein bisschen mitgekriegt, es war nicht so, okay, wir machen Mittagspause, alle stürmen weg, sondern die einen sangen noch weiter und den anderen fiel noch das ein und dann so. Also man merkt, es ist sehr viel, sagen wir mal, Spirit in der Luft und ich glaube auch Spaß. Hey!
stand auf und deckte den Tisch, wie ich es gewohnt war. Oh Mann, jetzt regnet. Du regst dich wirklich über alles auf. Also ich bin ein bisschen später dazugekommen, weil ich noch zum Zahnarzt musste. Aber ich finde es total spannend und schön und wir bewegen uns. Und was ich auch ganz toll fand, wir haben so Masken aufs Gesicht bekommen und haben uns dann bewegt. Und mal auf die Bewegung zu schauen, nicht aufs Gesicht zu schauen und mal zu gucken, wie nämlich die Person war. Das war sehr, sehr interessant, was wir dann Ergebnisse bekommen haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.